Beim Anfang lasse ich mal die Cam erst weg. Auch wenn es keine großartigen Sequenzen hat. Aber Cryware. Diese Anwendung verfügt über ich finde diese Pixel-Lieder sind auch viel zu hektisch und schnell. Du hast dir mal was im Store gegönnt. Hast du jetzt auch die Pixel Remasters geholt? Wärst du schnell gewesen, hättest du die physische Version bekommen können, ne? Aber die kommt erst im Sommer. So, wir haben den Helden. Den nennen wir und hier hat Rhythm hast du auch. Ich werde nur noch Lierlieder spielen. Ja, die sind ja alle draußen, ne? Und ja, das ist. Du wirst aber nicht alle Lierlieder spielen. Ich glaube, das mit Emil wirst du nicht so oft spielen. Das der Einzige. So, jetzt ist entscheidend, wie nennen wir unser Team. Leon, help! Die hat pinke Haare. Warum? Nee, wie violett eher gesagt. Lila. Wieso? Wie sollen wir sie nennen? Blake geht schlecht, weil. Guy. Mighty Guy. Wenn er schon so ähnlich heißt. Sie hat zwar keine schwarzen Haare, aber das ist unser Team. Zvenita, Blake, Mighty Guy, Leon, help!
Eine lange Ära des Friedens. Man sieht sogar schon ein bisschen den Fortschritt. Es sieht schon, geht zu Ende. Monsterhorden, die der Imperator von Palmig, fallen über die Länder und Städte dieser Welt her. Und ich kann nicht so schnell reden. Lesen, meine ich. Der Eroberungszug des Imperators hat begonnen. Das Königreich Finn fiel und so weiter und so fort. Unter ihrem König formieren die Soldaten sich, glaub, neu und wollen dem ein Ende setzen in der Stadt Altea zu einer Armee von Rebellen. Vier Gefährten aus Finn, deren Eltern in der Schlacht ums Leben kamen, sind auf der Flucht. Wir waren auf der Flucht. Game over. Spiel vorbei. Wird er überleben? Das wird er, Hoheit. Ich spüre die starke Lebenskraft, die von ihm ausgeht. Er wird bald erwachen. Wir fanden ihn und seine Gefährten auf der unserer Flucht aus Finn. Ihre Wunden waren so schwer, dass ich um ihr Leben fürchtete. Er ist außer Gefahr. Dieser magische Zirkel wird seine Lebenskraft noch verstärken. Er braucht nun etwas Ruhe. Dann bin ich beruhigt. Lasst uns der Versammlung beiwohnen. Die anderen werden sicherlich schon zugegen sein. Wenn es dem Imperium gelingt, den Zerstörer in Bafusk fertigzustellen, werden sie uns angreifen. Wir können nicht tatenlos zusehen, bis es soweit ist. Wir müssen handeln. Wo bin ich? Und wo sind die anderen? Leon, Herr! Blake! Mighty Guy! Das wird jetzt ein Running Gag. Zeneta, du lebst. Ich hatte schon befürchtet, dass du... Blake, Mighty Guy, ich bin so froh, euch zu sehen. Aber was mit Leon? Help! Prinzessin von Finn hat uns geholfen. Leon, help ist nicht... Leon, help nicht bei uns! Nicht bei euch? Nun gut. Aber macht euch keine Sorgen. Auch er hat es sicher geschafft. Dam, da, da, da. Hier kann man, glaube ich, auch die Kämpfe ausstellen. Das macht das Ganze einfacher, die Truhen vielleicht auch zu sammeln oder so, wenn man auch wieder 100% Truhen braucht. Ich sehe, ihr seid genesen. Es ist wie Minyu sagte, ihr müsst wirklich eine außerordentliche Lebenskraft besitzen. Haben wir euch unserer Rettung zu verdanken, euer Hoheit? Unser Dank ist euch gewiss. Mit Verlaub, Hoheit, erlaubt uns, eurer Armee beizutreten. Diesen Wunsch werde ich euch nicht erfüllen. Ihr seid noch jung und unerfahren im Kampf. Ich werde nicht euer Leben riskieren. Geht zurück in eure Heimat. Unsere Heimat? Unsere Heimat wurde von der imperialen Armee völlig zerstört. Selbst unsere Eltern haben hier im Kampf verloren. Ich verstehe euren Schmerz und euren Zorn. Doch es ändert nichts an meiner Entscheidung. Ich kann nicht leichtsinnig euer Leben aufs Spiel setzen. Lasst euch hier in Altea nieder, wenn ihr eurer Heimat beraubt wurdet.
Unser Losungswort lautet Wildrose. Behaltet es gut, denn es wird euch das Leben hier vereinfachen. Und das ist auch etwas, was ich sehr geil finde an diesem Teil. Ich mach mal die Cam wieder an. Man kann Wörter lernen. Diese Wörter kann man anderen vortragen und die geben uns weitere Hinweise oder sonstiges. Ganz ehrlich, Final Fantasy 2 gehört für mich zu einem der besten Teile. Einfach weil es hat etwas, was es noch nie gab und irgendwie auch niemals wieder gab. So gefühlt. Es gibt vielleicht hier und da Spiele, die so aufgebaut sind. Zum Beispiel, dass wenn man aufs Maul kriegt, stärkt das unsere Verteidigung und unsere Lebenspunkte. Das heißt, wir müssen aufs Maul bekommen, um stärker zu werden. Wir müssen Magie einsetzen, um Magie besser zu beherrschen zu können. Wenn ich zum Beispiel jemandem ein Schwert in die Hand drücke, dann wird er mit dem Schwert besser. Und so weiter. Also man kann die in eine Richtung lenken. Das kann man zwar bei anderen Spielen auch teilweise, aber da hat man manchmal Skillpunkte, die kann man dann irgendwo verteilen, wo man halt denkt, dass der da gut ist oder so. So, lernen wir es. Wildrose. Die Wildrose ist das königliche Wappen von Finn. Sie ist das Zeichen unserer Hoffnung. Ups. Doch ich bin um die Zukunft Finns besorgt. Ich hörte, dass die Bewohner von Finn als Gefangene des imperialen Heers Höllenqualen durchstehen mussten. Dein älterer Bruder Leon Help gilt ebenfalls als vermisst, nicht wahr, Blake? Womöglich wird er in Finn festgehalten. Allerdings ist die Stadt mittlerweile zu einem Hort für Monster geworden. Dem Weißmagier zu meiner Rechten habt ihr es übrigens zu verdanken, dass ihr so schnell wieder genesen seid. Sein Name ist Minyung. Er wird euch ebenfalls Auskunft geben können. Ich sehe klar und deutlich, wie sich unsere Schicksalswege kreuzen. Geht nach Finn, dies wird der erste Schritt sein, um eure Bestimmung zu erfüllen. Haha, mir gegenüber müsst ihr euch nicht zu erkennen geben. Doch wenn ihr auf diese Weise das Losungswort aussprecht, werden euch die Leute mit Informationen versorgen können. Und noch etwas, bevor ihr nach Finn aufbrecht. Die Gebetsstätte der Dörfer und Städte sind heilige Orte, an denen die Macht des Todes gebannt werden kann. Sollte einer von euch im Kampf fallen, sucht eine solche Gebetsstätte auf. Und wieder haben wir das gleiche Problem, wenn einer stirbt, müssen wir beten. Im Osten liegt die Hafenstadt Palom. Doch um dorthin zu gelangen, muss man mit einem Kanu einen großen See überqueren. Nach Finn wollt ihr? Davon möchte ich euch abraten. In der Stadt wimmelt es nur so von Soldaten des Imperators. Und ihren domestizierten Monstern. Nördlich von hier liegt Gadea. Ein kleines Dorf. Ich wäre schon erstaunt, wenn ihr es bis dorthin schafft.
Außerdem solltet ihr nochmals den Raum mit dem magischen Zirkel aufsuchen. Einige Freunde von mir werden euch Grünschnäbeln in die Geheimnisse eines Abenteuers einweisen. Alles klar, Dark. Aber hier kann man jetzt die Formation ändern. Blake hält nicht so viel aus. Deswegen tue ich sie nach hinten. Ein Pfeil traf mich in meiner letzten Schlacht in mein Gesäß. Ich fürchte auch, ein König kann dem Alter nicht entfliehen. Hilda hat meinen Platz eingenommen. Fragt sie. Ja, er wollte mal Abenteurer werden, aber er bekam einen Pfeil ins Spiel. Wusste gar nicht, dass das eigentlich von Skyrim der Joke ist. Aber man merkt schon, das Spiel hat sich schon etwas weiterentwickelt. Aber wir brauchen hier trotzdem Kirchen. Dritten Teil bin ich übrigens gespannt. Den habe ich nämlich auf so Art und Weise noch gar nicht gespielt. Da habe ich nämlich auch nur das 3D-Remake sozusagen gespielt. Herzlich willkommen. Jeder kann die Zauber übrigens lernen. Nehmen wir auch einmal Feuer. Und einmal Blitz mit. Ausrüstung. Der kann auch zwei Schwerter nutzen. Zwei Schwerter-Stil hier.
Boah, diese Weltkarte, ne? Aber das ist noch nicht alles. Die Weltkarte wird noch größer. Ich glaube, das ist nur ein Teil. Das Ding kann man ja locker, zack, einmal rundrum. Oh nein, sie fangen schon wieder an. Aber hier bleibt das Gift nicht. Sehr gut. Goblin Slayer. Ich glaube, im fünften Teil fand ich das sehr lustig. Da habe ich vier Ninjas gehabt. Ich glaube, ich fand den Ninja da ziemlich OP. Kann vielleicht auch daran liegen, dass er OP ist. Weil er mit jedem seiner Würfe mehrere Male 9999 Schaden macht. Aber ich habe das Spiel nie durchgespielt, weil ich nicht am Ende nicht mehr weiter wusste. Da sieht man es auch, die Werte steigen je nachdem, was passiert. Ich werde Furion als Doppelschwert-Charakter drin machen. Ich sollte auch ab und zu mal Magie einsetzen. Gibt es hier auch einen Rüstungshändler? Jo, dort. Lederhandschuhe. Thank you.
Ich habe die noch nicht ausgerüstet. Stimmt ja. Zaubern müssen die auch können. So, jetzt testen wir mal die Zauber und so. Magie Blitz. Magie Feuer. Dorf Gardea. Natürlich bekommt man hier noch das Gleiche. Wer hier ein bisschen lachhaft, ein paar Meter gerannt und schon was Neues bekommt. Ich glaube, hier gibt es auch keinen Magieladen. Genau. Wird Magie eigentlich höher, je öfter man es einsetzt oder so? Ja.
Ja, am Anfang bekommt man aber auf jeden Fall gut Geld, ne? Den anderen Zauber, den Eiszauber, nehmen wir auch mit. Den bekommt aber unser anderer, der noch nicht in der Gruppe ist. Ich will die Elemente so ein bisschen aufteilen, aber wahrscheinlich mache ich auf einen alles. Blitz und Feuer haben nächste Stufe erreicht. Ja, geil. Hier wimmelt das tatsächlich nur so von Soldaten. Wir sollten ihnen nicht zu nahe kommen. Warte mal.
Evelyn! Oh. Jo, das war nicht so geil. Die sind ein bisschen zu stark. Da gibt's doch auch eine Kirche. Aber hier haben wir wenigstens MP. Ich glaube, das war aber auch mal anders. Das ist teuer, Phönixfeder.
Das aus können wir erst, wenn wir den vertrieben haben. Hier ist auch kein. Angehender Krieger 100 Monster besiegt.